Ich komme gerade aus dem Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages und das große Thema war heute der Mopedführerschein für 15-jährige Jugendliche. Momentan gibt es diese Möglichkeit des Führerscheinserwerbs ja nur in 5 ostdeutschen Bundesländern. Und jetzt hat die Regierung eine Neuregelung vorgelegt. Danach soll jedes Bundesland entscheiden, ob es einen Mopedführerschein für 15-Jährige anbietet. Ich finde, das ist eine sehr schräge Regelung, denn dadurch entsteht in Deutschland ein Flickenteppich, dass man beispielsweise als 15-Jähriger in Thüringen, Sachsen, in Brandenburg den Mopedführerschein erwerben kann. Aber wenn man an der Landesgrenze wohnt und die Berufsschule im anderen Bundesland besucht, dann nicht mit dem Moped fahren kann. In ganz Europa ist es möglich, als 15-Jähriger zu fahren. Man kann im Urlaub in Spanien, in Italien Moped fahren, aber man kann es dann nicht in Bayern oder nicht in Hessen. Wir haben vorgeschlagen, eine bundesweite Einführung des Moped-Führerscheins mit 15, weil die bisherigen Erfahrungen sehr positiv sind. Wir haben gesehen, dass die Unfallzahlen sich sehr stark in Grenzen halten und dass die Ergebnisse bei der Führerscheinprüfung deutlich positiver bei den 15-Jährigen sind als bei den 16-Jährigen. Und ich glaube, es ist ein Stück weit individuelle Mobilität, die wir hier erhöhen. Gerade im ländlichen Bereich sind viele Jugendliche darauf angewiesen, dass sie auch mal schnell zu Freunden kommen, in den Sportverein oder auch in die Berufsschule. Deshalb halten wir eine bundesweite Einführung des Moped-Führerscheins für 15-jährige Jugendliche für dringend notwendig.